Leistungsdruck, jeder Profisportler hat Leistungsdruck. Warum? Heute nicht so gespielt, wie wir eigentlich spielen hätten sollen. Ja. Bis dorthin war das in Wien die beste Atmosphäre, die wo ich so hatte im Football. Hat uns die Polen! Hey, zu und ja, zu und ja, zu! Performt ist ja. Da haben die den leider ein bisschen rausgenommen, weil die Thiago Spielzeit geben. Aber ich glaube, jetzt kommt JJ wieder. Ich glaube, der hat jetzt auf jeden Fall zwei, drei gute Drives noch und der Pick. Der muss Pick holen, Digga. Aber sonst, der hat stabile Tackles gemacht auf Special Teams. Gerade ist halt das Seat einmal aufgegessen. Läuft bei dem. Let's go! Yes, sir! Let's go! Mein Name ist Julian, ich bin 23 Jahre alt, ich bin aufgewachsen in Asbeck, das ist eine kleine Stadt in der Nähe von Ludwigsburg. Ich habe nicht mit Football angefangen, ich habe so wie, ich glaube, jeder Zweite hier in Deutschland, habe ich mit Fußball angefangen, im frühen Alter. Das habe ich dann durchgezogen, bis ich ca. 14 war, habe mir dann dort das Schienbein gebrochen und habe daraufhin irgendwie nicht mehr so zurückgefunden nach der Verletzung. Also ich hatte einfach eine Blockade im Kopf, sage ich mal. Ich konnte nicht mehr in Zweikämpfe gehen. Ich hatte Angst, einfach auf den Ball zu gehen. Und so bin ich dann eigentlich durch einen Kumpel zum Football gekommen. Digga, dann kann ich halt gar nicht mehr rennen. Yes, sir! Also man hat natürlich auch gute Freunde, auch im engen Freundeskreis, mit denen ich zusammen Football spiele, im gleichen Team in Stuttgart. Und ich würde halt auch sagen, das sind auch gleichzeitig starke Konkurrenten. Einfach weil ich noch nicht so weit bin, sage ich mal, wie die in manchen Dingen. Und das tut sich dann auch gleichzeitig auf meiner Game Time auswirken. Das bedeutet dann einfach, dass ich halt nicht so viel Spielzeit bekomme während den Spielen. Und einerseits tut es einem schon weh, neben dem Spielfeld zu stehen und zuzuschauen, wie seine Freunde da auf dem Platz sind und einfach zocken. Aber gleichzeitig ist es halt auch ein geiles Gefühl, einfach weil man sich für die freut. Bitte? Bist du piss? Dumm nicht, Alter. Das ist ein Playoffs, Digga. Egal, ob ich drin bin oder nicht. Wir gewinnen als Team und verlieren als Team. Aber in erster Linie will man ja selber spielen und auf dem Platz sein. Die größte Verletzung, die ich jetzt hatte beim Football, die habe ich mir 2022 zugezogen. Das war direkt vor der Saison. Da habe ich auch wieder meinen Vertrag unterschrieben bei den Stuttgart Search und habe direkt in der ersten Trainingseinheit habe ich mir das Schlüsselbein gebrochen und war dann erstmal vorübergehend ja, außer Gefecht und konnte das Jahr dann auch nicht für die Stuttgart Search spielen. Ich bin JJ, okay? In 6 Wochen sprinte ich wieder. Kein Vollkontakt, aber da sprinte ich wieder. In der Season spiele ich wieder. Täglich habe ich Physios besucht, ich bin zum Arzt gegangen, ich habe selber zu Hause trainiert. Die ging dann circa 6 Monate lang, bis ich wieder einen Schritt ins Fitnessstudio setzen konnte und mit Gewichten arbeiten konnte. Ich kann nicht mehr und ich will auch nicht mehr. Ich glaube, das ist am Anfang das Härteste, durch was man geht. Es ist nicht körperlich, sondern ich denke einfach, dass das ziemlich mental ist. Nachdem ich dann bei den Ärzten und Physios war und ich nach 6 Monaten wieder ins Fitnessstudio gehen konnte, habe ich mich dann an Corey gewandt. Das ist unser Athletik-Coach. Und der hat mich dann durch die ganze Off-Season begleitet. Ich habe am Anfang Einzelstunden gehabt mit Corey, habe einfach Übungen mit dem gemacht, dass ich einfach wieder
stabil werde, in der Schulter, im Brustbereich und im Nackenbereich, einfach wegen meiner Verletzung am Schlüsselbein. Und seitdem begleitet mich eigentlich Corey durch die ganze Offseason. Ich durfte leider dort nicht so viel spielen wie sonst immer. Um ehrlich zu sagen, bin ich übel aufgeregt. Das ist mein erstes Halbfinale. Also wir hatten eine ziemlich gute Saison dieses Jahr. Das Game, wir haben gewonnen. 6-3 steht nicht mehr drauf. 6-3 gewonnen. Aber wir haben noch viel zu machen, sag ich mal. Ja! Wir sind bis ins Finale gekommen, aber bevor wir dort gelandet sind, mussten wir halt erstmal durchs Halbfinale gegen die Vienna Vikings. Und dort war auf jeden Fall die Atmosphäre schon ziemlich, ziemlich krass. Ja, Support ist auf jeden Fall da von meiner Familie. Ich denke, dieses Jahr war, ich glaube, meine Mama und mein Dad, die waren fast auf jedem Spiel. Und ich sag mal, das bedeutet schon ziemlich viel, wenn da deine Eltern zuschauen und selber stolz sind, dass du so hoch spielst. Ich möchte meinen Starter-Spot haben nächstes Jahr. Ich möchte mehr auf dem Feld stehen. Ich möchte auch mit ein bisschen mehr Gewicht spielen nächstes Jahr und schwerwiegendere Verletzungen vermeiden. Ja, ich habe hohe Erwartungen an mich selber 2024. Nicht mehr sehen, diese Welt ist zu breit, deshalb geh ich weit weg. Ich mach was ich will. 187, Alex 187, Hamburg 53 West. Deutscher Rap ist ab jetzt wie eine Handbremse fest. Die Pflanze ist die weg, vor 12 Wochen wird geschmiert. Mal den W feiern. Das ist W. Bro, das warst du dumm, nicht rein. Das warst du dumm. Bro, ich hab so eine Kamera. Das ist W. Hey, hey, das. Das ist W. Hey, that's 3-0, baby!